So sieht das aus, wenn ein Buchsbaumzünsler am Werk ist. Was Jahre gebraucht hat, um zu wachsen, kann in nur einer Saison aufgefressen sein. Man fühlt sich fast hilflos. Totaler Kahlfraß. Was kann man dagegen tun? Eine Möglichkeit ist das Auslesen der Raupen von Hand. Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von entsprechenden Giftmitteln. Eine neue Methode ist der Einsatz von Wasser mit einem Hochdruckreiniger oder man besorgt sich eine indische Laufente. Wenn das alles nicht hilft, dann greift man zu Alternativpflanzen. Eine Möglichkeit ist, diese Buchsbaumzünsler auszulesen. Das heißt, man muss sie suchen. Wie man hier sieht, ist das gar nicht so einfach, da sie genauso aussehen wie die Blätter. Wenn man dann einen gefunden hat, zieht man ihn einfach mit den Fäden aus der Hecke hinaus. Da, wo frische Blätter angefressen sind, muss einer in der Nähe sein. Also suchen und nach einer Weile wird man auch fündig, wie hier. Häufig sind da auch Zünsler, wo viele Fäden sind. Man sucht am besten da, wo keine frischen Blätter nachwachsen. Und dann wird man auch wieder fündig. Die zweite Möglichkeit ist Schädlingsbekämpfungsgift. Man mischt es entsprechend der Anweisung in einer Spritze an und spritzt damit die Buchsbäume erstmal oberflächlich und dann geht man mit der Spritze in diesen Busch hinein, um auch tiefere Regionen zu erwischen. Diese Spritzprozedur sollte man nach 2 Wochen wiederholen, um auch alle Raupen zu erwischen. Eine neue umweltfreundliche Methode ist die Verwendung eines Hochdruckreinigers. Zuerst legt man ein Unkrautvlies aus und befestigt es mit 2 Steinen am Boden, damit es nachher beim Sprühen nicht wegfliegt. Jetzt sprüht man mit dem Hochdruckreiniger durch den gesamten Buchsbaum immer in Richtung Unkrautvlies, damit man dort später die herausgesprühten Buchsbaumzünslinge aufsammeln kann. Hierbei sieht man auch sehr viele hellgrüne Kotkrümel, die mit herausgesprüht werden. Da die Falter die Eier im unteren Bereich der Pflanze unter den Blättern ablegen, ist es wichtig, auch dort ordentlich zu sprühen. Vielleicht hat man ja Glück und zerstört gleichzeitig die Eier für die nächste Generation. Trotz Giftbehandlung der Pflanzen im Frühjahr habe ich durch diese Hochdruckmethode annähernd 200 Buchsbaumzünslinge Ende des Sommers herausgesprüht. Nach getaner Arbeit sollte man das Vlies von den hellgrünen Kotkrümeln befreien. Jetzt sagt man ja, die Buchsbaumzünsler haben in Europa keine natürlichen Feinde. Das ist wohl nicht ganz richtig. Denn die indischen Laufenten, die fressen nicht nur gerne Nacktschnecken, sondern sie fressen auch sehr gerne Buchsbaumzünsler. Wenn das alles nicht hilft, muss man sich nach einer Alternativpflanze umschauen. Das ist zum Beispiel die Ilex-Pflanze. Die sieht sehr ähnlich aus, wächst aber wesentlich langsamer. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und würde mich sehr über ein Like freuen. Mit den hier gezeigten Links erreicht man meine YouTube-Kanäle mit den Themen Film, Planespotting und Sport.
Danke für Ihr Interesse und vielleicht bis bald.